Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Nicht zurück, eigentlich zum neuen Penis. Beats mit der Deck, neue interessante Spiele heute mit Dennis und mir. Ist heute hat Penis. Uns Sven okay. darauf, also unser hochgeschätzter Mitarbeiter Sven, uns Als darauf Sven, hingewiesen, ey. Ja, hier Disney Dreamlight Valley ist bei Steam im Early Access raus, direkt an die Top-Charts gesprungen und er liebt's über alles. Müssen wir uns angucken. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Und er meint so, ja, ist so wie Animal Crossing im Disney-Universum. Da habe ich gesagt, Sven, Junge, was soll ich denn damit machen? Da sagt er, mach doch mal ein Video drüber, wo du vielleicht den Spielspaß findest. Also ist die Frage, finden Dennis und Peter heute den Spielspaß in Disney Dreamlight Valley? Warum sollten wir das nicht finden? Das ist bestimmt mega gut. Ja, aber mochtest du Animal Crossing? Nee, aber das ist ja auch nicht Animal Crossing, Disney's Animal Crossing, das ist ja Dreamlight, das ist was ganz anderes. Und ja, Stardew Valley so, ich zum Beispiel, mag, ja gut, ich mag dich. Ja gut, finde ich super. Wir geben uns jetzt hier Zeit und wir werden uns nachher nochmal wiedersehen für ein Fazit. Bin mal gespannt, was du dann sagst, Dennis. Also bis gleich. Gleich. So, jetzt geht hier mal richtig ab, dann machen wir uns mal einen Charakter. Okay, ich finde das schon mal geil mit den Flecken. Peter erinnert noch. Machen wir so. Oh, oh. Oh! Ich meine, der Scheitel ist leider in die falsche Richtung. Oder? Ne, warte mal, ich bin gespiegelt. Also eigentlich, ich meine, guckt ihr euch an. Er da oben und ich hier. Absolutes Spiegelbild. Ah, du weißt, ich könnte so bleiben. Hier. Was ist das für eine Farbe? Das ist die Augenfarbe. Geil. So, nice. Achso, da ist mal ein bisschen muskulöser oben und ein bisschen krass eine. Ja, wir haben aber so einen geilen Bierbauch. Das finde ich nice. Das bin ich ja wirklich. Ist ich. Jetzt kann ich mir noch einen Bart machen vielleicht. Ja, es ist jetzt nur so Lade. Bereit. Im Namen ein. Voila. Ich will zocken. Hallo, ich habe ja wohl einen viel volleren Bart. Okay, so voll jetzt auch wieder nicht. Ja, okay, mach mal doch mal. Sind wir noch mal early? Und machen hier so einen, oh Gott. Machen hier so einen angedeuteten, ja. Transparenz. Ja, so. Oh, das ist vom Gameloft. Das ist übrigens Early Access bei Steam und soll free to play werden. Beginnt mit einem Ende, denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Ich zieh weg aus Berlin. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Bitte. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Auswohnen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Es war alles nur ein Traum. Wie reingelegt ist das denn? Merlin! Oh, Merlin hat Probleme und schläft erstmal ein. Ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und der Bart macht auch, was er will. Hier komm ich! Oh, oh, hallo! Willkommen im Dreamlight Valley, mein Freund. Dreamlight Valley, dieser Ort ist furchtbar geheimnisvoll. Ich habe das Gefühl, dass dieses Ort ewig. Das Spiel ist jetzt schon besser als Animal Crossing, weil er nicht ganz halt kommt, wenn jemand was sagt. Okay, Merlin, nicht hilfreich. Es ist so seltsam. Ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauber. Peter? Ja, warte. Moment. Ja. Bist du ein Dude? Ich bin ein Dude. Ja, unterhältst dich auch schon mit Merlin, oder? Ja. Yeah. Ja, ist bei dir auch die Herrscherin gegangen? Wait, what? Ich unterhalte mich gerade das erste Mal mit Merlin. Welche Herrscherin? Ja, genau, also, ja, ich frag dich nachher nochmal. Okay. Ich habe eine harte Prediction abgegeben. Okay. Ja, Magie, Wunder, Freundschaft. Wir wollen das Vergessen nämlich beenden. Wir müssen. Okay, du kannst dich nicht erinnern, weil du es vergessen hast. Okay, erzähl mir die Geschichte. Einst ein Ort voller glücklicher Dorfbewohner, das Dreamlight Valley. Ja, okay, ganz viele Disney-IPs. Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Ja, okay. Das ist ja wohl nicht geil.
bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Dagobert ist traurig. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen. Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerungen an unser früheres Leben zu bewahren. Aber... Oh. War das jetzt Herrscher oder Herrscherin? Ich glaube, es war Herrscher. Oh, die Prediction von Bram ist, dass wir das sind. Oh mein Gott, Bram, du bist so fucking genius. Erzähl mir über die vermisste Herrscherin. Nun ja, all die Wunder, die Magie und die Freundschaft in diesem Herrscher von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor der dunklen Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt noch kaum daran erinnern kann. Weil du nämlich die Disney-Filme aus deiner Kindheit vergessen hast. Du bist wirklich Peter. Wobei, ich kann mich an Disney-Filme noch einigermaßen erinnern. Mehr oder weniger. Nicht so gut wie andere Leute. Ja, scheiß ab. Einfach abgehauen. Okay, ich predikte jetzt schon. Ich bin die Herrscherin, bin in die Stadt gezogen. Als Kind habe das Tal aufgebaut, bin in die Stadt gezogen. Jetzt bin ich wieder da und bin das erste Mal wieder an einem Ort. Nun, als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen sie schrecklichen Nachtdorn das Dorf. Wurden sie überall wie ein böser Gedanke. Je mehr Nachtdorn aufkam, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Nur jemand, der sich die Magie von Dunedain zu machen, wird dazu in der Lage sein. Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist. Spüre die Magie und sage das Zauberwort. Abracadabra, Higito, wat, Higitius, Pigiri, Bibidi, Babidi, Busch. Eine weise Wahl. Wie er sich freut. Mich erinnert Merlin auch an Sven. Deswegen vergisst du Sachen. Wir müssen sie entfernen. Ich muss meine Magie konzentrieren. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. So. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier so eine leuchtende Kugel. Die müssen wir mal aufheben, ne? Und da ist ein Puzzleteil drin. Ja, das ist das Puzzleteil. Da ist Mickey Mouse. Erinnerung 1 und 121. Die Charaktere habe ich schon. Wally habe ich schon gesehen. Diese Freundschaft. Bayana. Geil. Dagobert. Und dann kann man Sachen freischalten. Ach Gottchen. Es ist ja verrückt. Es ist eine Erinnerung. Ich habe eine Erinnerung aufgesammelt. Das ist eine Erinnerung. Jemand hat den Nebel gelichtet. Wir waren im Traumschloss. Da müssen wir dann auch hin. Aber zackig, zackig. Uralte herrschaftliche Geräte. Ja, wir müssen diese herrschaftlichen Geräte müssen wir finden. Aber erstmal müssen wir eine Spitzhacke finden. Wir sind ja immer noch in einem Videospiel. Ja. Die Spitzhacke müssen wir aus dem Stein ziehen. Und dann müssen wir auch noch eine Schaufel, eine Gießkanne und eine Angelrute finden. Dieses Haus mal zu Hause, du brauchst einen sicheren Ort, ein Tal, in dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Okay, verstehe ich. So, das ist hier unser Hütken. Ne? Das ist wie bei Stardew Valley, ja, ein bisschen auch wie bei Stardew Valley, aber jetzt eher wie bei Animal Crossing. Jetzt kann ich jetzt hier den ganzen Scheiß mal aus meinem Vorgarten wegmachen. Da geht ja gar nicht klar. Was ist denn das hier? Ich mit Merlin am Traumschloss. Erstmal jetzt hier alles weg, ne? Ich hab mega ab. Was ist das? Okay, ohne eine sehr viele Aktivitäten nicht möglich. Wenn du isst oder dich in deinem Haus aufhörst, wird die Energie aufgefüllt. Nice. Das ging schnell. Da ist die Gießkanne! Ich hab die Gießkanne gefunden! Ja, die sind Stardew Valley sehr wichtig. Ah, ein Feelgood-Spiel, oder? Wie Animal Crossing wahrscheinlich ist auch eher so ein Feelgood-Spiel. Abgesehen davon, dass du dauernd ans echte Leben erinnert wirst, weil du wahnsinnige Schulden aufnehmen musst. Bisschen, Geil. Ich kann dir was schenken. Hier, nehme Äpfelchen. Freu dich. Oh. Cool. Es gibt nämlich immer was zurück, wenn man Leuten was schenkt. Ja, ein bisschen blöd. Ah, ich habe ja auch hier Post gekriegt, sehe ich gerade. Cloud-Sicherung, Schmaus-Sicherung. Was gibt denn hier alles? Das will ich jetzt noch gar nicht. Was ist denn hier passiert? Was bist denn du? Ein kleines Krokodil. Okay. Wo ist denn jetzt hier der Hauptplatz, wo ich so einen geilen Scheiß rausziehen kann? I don't get it. Da ist Dagobert! Eine L-Couch für Kumpels. Da, geil. Boah, da mit Mickey auf Holzfußboden. So, das ist ein drüber, würde ich sagen. Alberner Vorleger. Oh, geil. Alles drin. Mega gut, oder?
Geil. Haben wir schon mal die komplette Hütte eingerichtet. Du bist Dagobert Duck. Ich bin ein Riesenfan. Ja, ich kenne dich aus den Wirtschaftsnachrichten. Ja. Das Geschäft läuft nicht gut. Oh Gott. Das ganze Dorf ist am Arsch. Ich mach dir ein Angebot, Peter, was du nicht ablehnen kannst. Wenn du mir hilfst, genug Sternmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Er könnte sicher deine Hilfe brauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Dieser Stein, aus dem ich diese Spitzhacke... Da, ich sehe sie, finally. Hier ist sie. Jautiful. Na Merlin, was sagst du jetzt? Jetzt können wir hier nämlich die Spitzhacken wegmalern. Steine meine ich natürlich. Kann ich hier die Steine nicht wegmachen? Die Steine gehen jetzt hier nicht, oder was? Das ist ja jetzt hier schon wieder eine absolute Unverschämtheit. Geil. Alles kann hier weg. Das weg, das weg, das weg. Also eigentlich wollte ich kurz nach Merlin gehen, aber ich merke jetzt schon, wie es so kickt, dass ich halt Bock habe jetzt. Ich muss so nach dem Motto, ich muss ja erst alles kurz freiräumen. Noch die Schaufel finden. Und da wir die noch nicht gefunden haben, tippe ich mal, da ist sie. Dieses Snack. Ich wette, dass wir im Schloss den Schlüssel zur Rettung des Tals finden. Jawohl, ganz genau. Das Schloss ist voller Geheimnisse und Wunder. Wenn wir Dreamlight Valley wieder zu einem alten Glanz werfen wollen, müssen wir ins Innere gelangen. Leichter gesagt als getan. Den Achtern, bla bla, sind mütig. Okay, folgendes, es gibt noch so viel, was ich dir zeigen will. Jetzt lass uns doch einfach... Merlin. Mach doch jetzt mal nicht hier sein auf ADHS, ja? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät. Dreamlight besteht hier alles, also Traumlicht. Es ist das Glitzern, was wir überall sehen. Aber hey, es wird immer seltener. Aber der Zauber ist wieder da, weil ich wieder da bin. Ich muss die Weise einsetzen. Durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge wird die Dreamlight-Magie stärker. Okay, ich muss mehr Dreamlight erschaffen, indem ich die Aufgaben erledige, die in dem Wohnen sind. Hier sind die Aufgaben. Ja. I get that. Haben wir ja auch schon ein bisschen was gesammelt. An die Aufgaben erinnere ich mich auch aus Animal Crossing. Okay, wo ist die Angel, meine Freunde? Wo könnte die sein? Goofy, wo bist du, mein Freund? Da ist die Angelroute! Woo! Oh, du hast die kaputte Angelroute gefunden. Finde die Person, der sie gehört. Okay, fair enough. Das heißt, wir müssen jetzt erst Goofy finden. Machen wir. Was sind diese Säcke? Was seid ihr? Kleidungsbeutel benutzen. Sind das Lootboxen? Was sind Lootboxen? Oh mein Gott, das sind Lootboxen. Freunde. Freunde. Ein Kapuzinerkresse und Sumpfmilchkrauttöpfchen. Mal Lootboxen öffnen. Au, au. Und rote Hochleistungsturnschuhe. Alter Sven, ey. Was begeistert dich so hier? Goofy. Was ist denn da? Eine Erinnerung. Oh, eine Schrift, die ich nicht kenne. Die Zeit wird knapp, was auch immer ich tue. Ich muss beschützen. Merlin wird wissen, wie tun. Okay, das ist nicht hilfreich. Das ist sein ehemaliger Laden. Oh, was ist denn hier? Hier ist vielleicht ein Hinweis, wo Goofy ist. Ist nämlich auch eine Erinnerung. Wieder Text. Unheilsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann beim besten Willen nicht herausfinden, warum Goofys Verkaufsstand mehr Profit macht. Goofy hat angefangen zu versuchen zu helfen. Und das ist genauso lustig, wie Goofys Hilfe immer ist. Ist nicht so ganz so hilfreich, wie ich das gern hätte.
Ja! Oh, Goofy, oh. Was ist los, Goofy? Was ist los? Goofy! Hallo, Jock! Oder so ähnlich. Jawohl. Alter, hat voll die geile Hütte. Wie wär's mit einem Lausch? Möchtest du dies weitergeben? Ja. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Ui, jemand Neues. Oh. Also, diese Geräusche sind schon deutlich lustiger als... Wir werden gute Freunde sein. So nämlich, Goofy. Ich hab deine Angel doch. Guck mal, ich hab deine Angel. Die ist ein bisschen kaputt, aber das kriegen wir ja wohl hin, oder? Alter, Goofy. Er schenkt mir die Angel. Goofy. Geile Sau. Und ich krieg auch noch einen Hut. Einen Anglerhut. Okay, jetzt wird geengelt. Geil, jedes Spiel, was Engling hat, ist schon mal besser als Spiele, die kein Engling haben. Einen kleinen Hinweis, ne? Ich möchte ja hier die Erinnerung möchte ich vielleicht einsammeln, ne? Vielleicht ist sie ja cool diesmal und nicht nur Text. Ah, sie ist Text. Freue mich, Goofy zu besuchen. Er hat immer ein freundliches Wort und so alberne Ideen, aber er meint es gut und wenn er lacht, muss ich auch immer lachen. Ja, ich muss auch immer lachen, wenn er lacht. Kann ich dem was aus dem Kühlschrank klauen? Geil, Buch. Und damit war zu rechnen. Bei Goofy. Goofy, lass uns angeln gehen! Das spielst du mit deiner Zeit synchronisiert. Wenn der Zeitwechsel ist am Tag, Charakter folgt ihrem eigenen Zeitplan an, sagt drauf. Komm jeden Tag wieder. Ayak. Ja, das möchte ich auf meinem Gerät speichern. Das ist ein Mega-Foto. Den Megafisch, eine Regenbogenforelle, 150 LBS. Ja, okay, how hard can it be? Angel. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Uffi, Junge. Okay, ich treffe niemals diese Mitte. Wenn es grün ist. Nee. Hä? I don't get it. Oh. Oh. Ich habe Seetang gefangen. Geile Sau. Jetzt habe ich das Angel-Minigame Hallo, verstanden. Wie wär's mit nem Plausch? Ja, ich bin Naturtalent. Das war friedvoll. Oh. Sei gegrüßt, Nachbar. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Verdammern bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir jetzt zu unserer Sache. Goofy kann diesen Verkauf schon ohne weitere Kosten haben. Da das Tal braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so grüßig sein. Was meinst du? Ja, komm, lass dich hinterher. Aha! Goofy, ist sofort eröffnet. Wenn du an einer anderen Mobility Ship bist, lass mich gerne wissen. Wir einfach das Schild daneben. Als wenn Onkel darüber etwas umsonst gemacht hat. Deinem Tag, Steve. Sammel Ressourcen, verkaufst du an Goofy, erhalte Münzen. Fragezeichen Profit. Bis dahin sein. Münzen sein, sammel Ressourcen, verkaufe an Goofy, Fragezeichen Profit. Das ist ein Haus. Danke für alles, Bram, Ayak. Du hast mir lange gefunden, mir geholfen, den Stand herzurichten, Ayak. Du bist eine wahre Freundin, Ayak. Ich tue alles, meinen Freunden zu helfen. Geil, cool. Mais? Karottis? Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand, Ayak. Also komm vorbei, wenn du willst, Ayak. Du könntest sogar einen Investor sein und mir helfen, ihm noch besser zu machen, Ayak. Dann könnte ich noch mehr Sachen verkaufen, Ayak. Okay, verstanden. Jetzt nehmen wir doch mal die blauen Röhrenjeans. Ja, die sind jetzt nicht so wahnsinnig schick. Aber wir brauchen auch noch eine Brille. Und einen geilen Mickey Mouse Hut. So. Outfit geändert. So. Was haben wir denn noch machen? Ernte Äpfel hatten wir schon. Gartenarbeit. Angeln. Fange Fische. Kochen. Verkaufe Gerichte. Erhalte Sternenmünzen. Bringe Geschenke. Repariere Häuser. Baue Minerale ab. Da bist du ja. Hey, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Ah. Klar. Und sieh jetzt, wo die verzauberten Spitzhacke wieder in die Hände einer würdigen Person ist. Diese verdammte Gewalt, die über den Verlag ist an dem verschwunden. Nenn mich Helding des Dreamlight Valleys. Okay, nein, ich fürchte, man kann nicht einfach entscheiden, ob man ein Held ist. Das ist ein Titel, der... Wow. Ich will, kann nur von jemandem geführt werden, der würdig ist. Muss nicht nachgeführt werden. Ich brauche keinen Köder. Was die Schaufel betrifft, ist nur eine Schaufel. Aber eine sehr gute. Ich hoffe, ich bin bereit. Was soll ich tun? Du hast eine Reise angetreten. Dann erinnere ich mich daran, wie der Dreamlight mal aussah. Okay, bla bla. Ist auch Magie, Freundschaft. Ich möchte jetzt zur Burg. Ah, ja, komm. Geil, Level 2. Maximale Energie erhöht. Finde ich gut. Und ich habe einen neuen Bodenbelag. Was ist hier eigentlich drin? Mickey Mouse! Oh, ich freue mich so, dich zu sehen.
Ich dich auch, Mickey. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Ich habe dich mit Merlin reden sehen und wollte dir etwas bringen, aber ich weiß nicht mehr was. Es muss an diesen Nachtdornen liegen. Ich werde dir helfen, dich zu erinnern. Ja, mach ich weg. Kumpel. Oh, Mickey hat hier noch die Outfit von Phantasia. Das ist ja awesome. Was ist das? Das will ich haben. Ist das eine Special-Erinnerung? Die ist rot. Oh mein Gott. Ich habe Angst vor dem Biest gehabt als Kind. Aber ich will mit Remi oder wie die Ratte heißt, essen. Hey du! Hey du! Remi, er hat gerne neue Rezepte ausprobiert. Ich habe sie immer gerne probiert. Ich erinnere mich auch daran, dass Remi irgendwann gehen musste. Damals hat er mir seine Rezepte hinterlassen, damit ich sie für ihn aufbewahre. Warum ist er gegangen? Weil die Nachtdorn kamen und alle anfingen, Dinge zu vergessen. Ich habe seine Rezepte überall im Tal vergraben, um sie sicher aufzubahren. Damals dachte ich, das wäre eine gute Idee. Oh wow, du hast die Schaufel gefunden. Jetzt können wir die Rezepte besorgen. Essen zuzubereiten gibt dir Energie. Okay. Bis bald. Jetzt haben wir noch eine Sammlung von Essenssachen. Spielst jetzt mit deiner Zeit synchronisiert, mit der Zeitwechsel des Kontakts. Das ist ja auch bei Animal Crossing. Charaktere folgen ihren eigenen Zeitplan, also achte darauf, komm jeden Tag wieder, um neue Dinge zu entdecken. Es ist wirklich Animal Crossing. Es ist ja nicht, es ist ja schamlos. Oh. Hilf dir mal, Goofy. Mein Inventar ist voll. Benutzen. Was habe ich überhaupt getan? Da war ich zu schnell. Geil. Ja, jetzt wird direkt an. Ich mega. Inventar benutzen. Geil. Es gibt auf jeden Fall mega viel zu tun. Das finde ich cool. Bequemer Stuhl. Nice. Geil, ich habe Fisch gefunden. Eine Regenbogenforelle. Wieso folgst du mir? Kann ich das Rezept finden? Danke, Kumpel. Also Sven hat sich das ganze Wochenende gegönnt hier, ja? Ich bin so schlecht für dieses Kinderspiel. Ist noch ein Kleintier. Ich will dich füttern, du doofes Tier. Wie weit glotzen die eigentlich alle so die ganze Zeit? Geil. Nochmal eine Regenbogenforelle. So, das müssten doch jetzt. Einsammeln. 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 Mannschaft euch auch. Und das Dorf. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut! Da, Gilbert. Sei gegrüßt, Nachbar. Freundlichen Dank. Oh. Das ist ja jetzt frech. Jetzt muss ich auch noch Münzen verdienen, um da weiterzukommen. Aber egal, dann können wir nochmal mit Merlin reden. Kann er mich reinhielen, muss ich sagen. Denn uns bleibt nicht viel Zeit. Solltest wirklich das Tal erkunden. Jetzt ab mit dir, finde sie. Ich bin Level 2, maximale Energie erhöht. Und wir haben so einen Boden bekommen oder sowas. So, hi Goofy. Verkaufen. Zwei Fische. Drei. Und 21 Steine. Geil. Wir sehen uns. Haben wir auch gemacht. Ich suche die Erinnerung eigentlich. Da, Erinnerung. So, da. Check Remy. Da, links daneben. Wo war denn Check Remy? Kenn ich doch irgendwoher. Hab ich doch gesehen. Da. Ja. Peter ist hier wieder. Die genialen Hinweise konnte ich lesen. Warte mal. Sind das alles Rezepte, die ich schon aufgesammelt habe? Obstsalat-Rezept benutzen. Oh, Junge! Und für Obstsalat? Oh, ja. Ich freue mich einfach aufs Kochen. Remis Rezepte schmecken bestimmt fantastisch, selbst die einfachen. Und ich wette, wenn du weitersuchst, wirst du Rezepte finden, die noch exquisiter ist.
Kann ich Gerichte für meine Freunde zubereiten, wenn ich mehr von diesen finden. Ja, jetzt haben wir auch noch einen Overall für die Gartenarbeit bekommen. Okay, aber ich muss mit dir... Ich muss bei dir sein, um kochen zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich habe zumindest jetzt noch Geld, um Dagoberts geiles Ding hier aufzurüsten. Hallo. Oh, jawohl. Die große Eröffnung. Ist das eine Bank? Ja, cool. Hallo. Hallo, welches Glück. Ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauchen wir nur noch Kunden. Oh, na gut, das muss sich natürlich lohnen. Zumindest sind für dich. Kauf dir was Schönes. 400 kriege ich wieder. Komm rein. Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid, wir nutzen ein patentiertes Liefersystem. Auf Wiedersehen und bis bald. Was gibt's denn da drin? Oha. Okay, hier kann man sich auf jeden Fall schöne Sachen kaufen. Nach oben geht es noch nicht, aber da gibt es noch eine Truhe hier in der Ecke. Und dann ist auch die Zeit gewesen. Minnie wäre sicher nicht glücklich, wenn sie ihn so sehen würde. Sie liebt Gärten wie Honey. Ich denke, du wirst im Dorf welche finden. Und so, da würde sehr gut Cracker finden, passen. Du bist klasse, Mickey. Oh, bist du okay, Mickey? Mir geht's gut. Ich vermisse Minnie. Oh. Jetzt hat er mir noch das Rezept für Cracker gegeben. Jetzt hat er mir noch Samen gegeben. Alter, ich werde hier zugeknallt. So, und jetzt können wir hier... Oh, eins... Zwei... Drei... Oh, die Zeit ist um, die Zeit ist um. Eine Halsgoldkette. Finden wir auch cool. Nice! Ich bin gespannt, was Peter sagt. I like. So, wir haben uns jetzt eine ganze Weile dieses Spiel angeguckt. Ja. Dennis, was sind deine Gedanken? I like. Dennis liked. Ja, ich würde es, ich will tatsächlich, das ist so ein Spiel, abends so quatschen mit Freunden, dabei ein bisschen so hier die Sachen voll machen, finde ich cool. Ein bisschen bauen, immer wieder peu à peu, so, du hast so super viele Fortschrittssachen. I like. Finde ich cool. Ja, und das alles dann halt noch in diesem Disney-Universum, ne? Ja, und ich mag die Charaktere aber auch. Ja, ich auch. Als ich Dagobert gesehen habe, war ich direkt mal höchst erfreut, muss ich sagen. Ja. Und man muss ja nicht wie bei Stardew Valley seine Gießkanne wieder voll machen, was ich auch sehr gut finde, muss ich sagen. Ich habe noch gar nichts angebaut und ich glaube, bin mir auch nicht sicher, ob das ein elementarer Teil ist von dem Spiel. Ja, das ist eine der Quests von Mickey halt. Ja, also ja, deswegen, aber das geht halt nicht nur darum. Gefühlt. Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, hier kannst du allen möglichen Scheiß machen. Ich hab's aber nicht ins Schloss geschafft, muss ich sagen. Ne, ich hab 1200 Dreamlight gekriegt nur. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab, ehrlicherweise. Wie viel hab ich? Ich hab nur 600 insgesamt. Hast du denn alles eingesammelt? Nee. Ich hab dann irgendwann geguckt, okay, ich kümmere mich eher um die Quest, weil die Quests geben auch jeweils immer 300. Aber, ja, hab halt viel mit den Charakteren gequatscht. Ich muss sagen, ja, es hat schon, also es hat halt wirklich so dieses Brain AFK, muss man sagen. Also, wie du schon sagst, so, ja, man chillt dann irgendwie mit Freunden im Teamspeak und macht einfach nebenbei noch irgendwas. Dafür ist es, glaube ich, echt ganz gut, aber ich könnte das jetzt nicht machen als meine Hauptbeschäftigung, mit meiner 100%igen Aufmerksamkeit da drauf zu schauen und dieses Spiel zu spielen. Dafür ist mir das zu viel tote Arbeit. Also einfach, mach einfach irgendwas, um was zu machen. If you know what I mean. Ich weiß, was du meinst. Aber ist doch voll geil, die ganze Zeit diese Ranken dazu entfernen, oder? Das befriedigende Gefühl. Ja, so, ja, verstehe ich. Ja, das schon. Verstehe ich. Ich finde nur, glaube ich. Schmutz bei Stardew Valley wegmachen. Ja. Ja. Ja, also ich bin auch nicht so abgeturnt, weil das Wichtigste ist, die Charaktere machen nicht diese komischen Sprechgeräusche wie bei Stardew Valley, das geht einem, wie bei Animal Crossing, das geht einem immer hart auf den Sack. Man hat nicht direkt unendlich viel Schulden und alles ist irgendwie hübscher und es ist Disney. Also besser als Animal Crossing, aber ich weiß nicht, ob ich es besser als Stardew Valley finde. Das muss ich dafür müsste ich länger spielen. Ja gut, kannst ja machen. Könnte man theoretisch machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was denkt denn ihr?
ist das etwas, was vielleicht für euch interessant wäre. Ist auf jeden Fall aktuell noch im Early Access kostenpflichtig. Wenn es irgendwann rauskommt, soll es auch eine kostenlose Variante geben. Also man bezahlt hier quasi, um Beta zu testen. Wenn man möchte, muss man aber natürlich nicht. Man kann auch einfach warten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis dahin, haut rein. Tschüss.